Start. Hallo, ich bin Tobias Trommer vom Aktionsbündnis 100 Stoppen. Wir kämpfen gegen die Verlängerung der Stadtautobahn 100 von Neukölln nach Treptow und Friedrichshain. Auf den ersten Blick scheinen der Autobahnausbau und der Bürgerentscheid Springufer für alle wenig miteinander zu tun zu haben. Schaut man genauer hin, gibt es leider jede Menge Gemeinsamkeiten. Mediaspree bedeutete die exklusive Nutzung der Spreeufer für wenige. Und eine Autobahn durch unsere Kieze kann nur von denjenigen befahren werden, die ein Auto besitzen. Und das sind in Berlin weniger als ein Drittel der Bevölkerung. Eine normale Straße kann dagegen auch von Fußgängern und Fahrradfahrern genutzt werden und wäre auch wesentlich billiger. Sie würde auch nicht in dem Maße die Kieze zerschneiden wie eine Stadtautobahn. Und sowohl das Zubetonieren der Spreeufer als auch die Vernichtung von weit über 12 Hektar Stadtnatur für die 100 Betonpiste haben negative Auswirkungen auf das Stadtklima. Und auch die 100 hat soziale Auswirkungen. 5 Jahre nach dem Spreeufer-Bürgerentscheid musste man feststellen, dass die Forderungen der Anwohnerinnen und der politische Wille im Bezirk zum größten Teil missachtet wurden. Genauso missachtet wurde der Protest tausender Menschen gegen die 100, auch bei Radskater-Demos oder der Blockade von Straßenkreuzungen. Bei der über 20 Jahre langen Planung des 16. Bauabschnitts der 100 von Neukölln zum Treptower Park durften die Bevölkerung vor 4 Jahren nur 4 Wochen lang die Pläne einsehen und Einwendungen schreiben. Die über 2500 Beschwerden wurden jedoch komplett ignoriert. Außerdem wurden in den Plänen die durch die Autobahn steigende Verkehrsbelastung in Friedrichshain verschwiegen und erst ein halbes Jahr später auf unser beharrliches Nachfragen hinzugegeben. Im Klartext: Wird die 100 bis Treptow ausgebaut, steigt die Verkehrsbelastung hier auf der Elsenbrücke und in vielen Straßen in Friedrichshain und sogar im Prenzlauer Berg deutlich an und belastet tausende Menschen mit mehr Dreck, Lärm und Abgasen. Und die Unfälle werden zunehmen. Hier auf der schon jetzt staugefährdeten Elsenbrücke sollen dann jeden Tag über 12.000 Autos mehr fahren und werden für Dauerstau sorgen. Darunter viele Schwerlast-Lkw, die dann nachts die Abkürzung durch die City nehmen. Sogar eine Klage des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen die 100-Verlängerung wurde abgewiesen. 2009 stimmten sowohl die Berliner SPD als auch die Linkspartei, die damals in der rot-roten Koalition regierten, gegen dieses unmenschliche Betonprojekt und damit gegen ihren eigenen Bürgermeister. Da das Herrn Wobereit und seinem Gefolge offenbar nicht passte, übte er auf seine SPD enormen Druck aus und ließ ein Jahr später einfach noch einmal abstimmen. So erzwang er eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Müsste Berlin die Autobahn selbst bezahlen, das wäre mit 500 Millionen Euro für 3,2 Kilometer die teuerste Autobahn Deutschlands, so würde niemand auf diese verrückte Idee kommen. Aber da uns das Betonmonster vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Obwohl trotz Baubeginn des 16. Autobahnteilstücks nach Treptow völlig unklar ist, woher die 5 Millionen Euro dafür kommen sollen, wird bereits jetzt für den nächsten Bauabschnitt zur Frankfurter Allee gebuddelt. Unter dem Bahnhof Ostkreuz wird gerade die obere Decke und die seitlichen Schlitzwände für einen Autobahntunnel auf einer Länge von 175 Metern unter der Stadtbahn gebaut werden. Kosten 20 Millionen Euro. Würde man sich diesen unsinnigen Tunnelrohbau für die 100 sparen, könnte man den Bahnhof Ostkreuz ca. ein Jahr schneller umbauen. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungewiss. Denn bei den folgenden 3 Kilometer Autobahn unter dem Ostkreuz und der neuen Bahnhofstraße bis zur Frankfurter Allee dürften die Kosten vermutlich die Milliardengrenze knacken. Bis jetzt gibt es dazu weder konkrete Planung noch einen politischen Beschluss. Trotzdem wird bereits gebaut. Diese Trickserei hat mit Demokratie und Transparenz nichts mehr zu tun. Das ist faule Politik. Nicht mit uns. Wir lassen uns nicht mehr veräppeln. Wir lassen es nicht zu, dass unser Lebensraum zubetoniert wird. Wir wollen keine Autobahn und keinen Megabeton in Berlin. Wir zeigen Herrn Wobereit und dem Berliner Senat die rote Karte und sagen ganz klar: Hopp, 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 100 Stopp! Hopp, 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 100 Stopp! Hopp, hopp, hopp! Vielen Dank. Ihr findet unsere Infos und die
von nächsten Protestaktionen, die demnächst folgen werden, auf unserer Webseite www.100stoppen.de. Und an unserem Wagen, unserem Lastenfahrrad, gibt es noch das, heute das letzte 100-Stoppen-T-Shirt, der schnell ist, und Stoffbeutel mit dem 100-Stoppen-Logo. Ja, vielen Dank und bis bald wieder.